Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Mathe Plus, einer Fortsetzung zu Skizzen können helfen. In diesem Video wollen wir eine Wettbewerbsaufgabe lösen. Es handelt sich um eine Aufgabe der Mathematik-Olympiade, 53. Stufe, Klassenstufe 5, dritte Stufe, also Landesrunde, zweite Aufgabe. 111 Zauberlehrlinge unterhalten sich bei einem geheimen Treffen in Hogwarts über ihre genialsten Zaubersprüche. Dabei stellt sich heraus, dass 77 von ihnen den Spruch Expelliarmus, 35 den Spruch Densaurio und 15 den Spruch Levicorpus kennen. 12 kennen Expelliarmus und Densaurio, 10 kennen Expelliarmus und Levicorpus. Und 6 kennen Densaurio und Levicorpus. Zwei besonders begabte Zauberlehrlinge kennen sogar alle drei Zaubersprüche. Wie viele der Zauberlehrlinge kennen keinen der drei Zaubersprüche? Kannst du diese Aufgabe lösen? Und wie viele der Zauberlehrlinge kennen keinen der drei Zaubersprüche? Wenn du diese Aufgabe lösen konntest, dann kannst du super stolz auf dich sein, denn du hast eine Aufgabe der Landesrunde der Mathematik-Olympiade lösen können. Schauen wir uns nun einmal die Lösung gemeinsam an. Wir zeichnen uns ein Venn-Diagramm. Das Rechteck soll jetzt für unsere Grundmenge stehen, also für die 111 Zauberlehrlinge. Und dann müssen wir dieses Mal in diese Grundmenge 3 weitere Teilmengen einzeichnen, nämlich für jeden Zauberspruch eine. Und wenn ihr euch das mal genau anschaut, dann seht ihr, dass die drei Ovale sich jetzt natürlich ganz anders überlagern können als die zwei Ovale, wie wir es uns beim Teil 3 angeschaut haben. Es gibt jetzt Bereiche, die von zwei Ovalen überlagert werden und es gibt sogar Bereiche, die von allen drei Ovalen überlagert werden. Das heißt, wenn wir uns diesen Bereich hier anschauen, das ist beispielsweise ein Bereich, in dem die Zauberlehrlinge drinstehen werden, die alle drei Zaubersprüche können. Nun, nachdem wir das Venn-Diagramm vorbereitet haben, können wir unsere einzelnen Aussagen einarbeiten. Aussage 1, wir haben 111 Zauberlehrlinge, das heißt, diese Aussage bezieht sich auf unsere Grundmenge und darum habe ich auch das komplette Rechteck farbig hervorgehoben. Aussage 2, 77 können den Spruch Expelliarmus, das heißt, das sind die Zauberer, die sich in dieser Menge befinden. Dann Aussage 3, 35 kennen den Zauberspruch Densaurio, das ist dieser Bereich. Und Aussage 4, 15 Zauberer kennen den Zauberspruch Levicorpus. Aussage 5 macht jetzt eine Aussage darüber, wie viele diese zwei Zaubersprüche, also Expelliarmus und Densaurio, kennen. Das Problem ist nur, dass wir jetzt nicht so richtig wissen, wo wir die 12 eintragen sollen. Also die 12 gelten ja eigentlich hier für diesen gesamten Bereich. Aber das können wir im Moment schlecht eintragen. Ähnlich ist es bei der Aussage 6 und bei der Aussage 7. Machen wir aber erstmal mit der Aussage 8 weiter. Hier wird nämlich ausgesagt, dass 2 alle 3 Zaubersprüche können. Dann ist die Zuordnung erstmal eindeutig, weil nur dieser Bereich wird von allen 3 Zaubersprüchen überlagert. Das heißt, in diesem Bereich müssen die Zauberer aufgenommen werden, die tatsächlich alle 3 Zaubersprüche können. Insofern können wir hier die 2 eintragen. Jetzt können wir zurückgehen zu der Aussage 5, weil die sagt ja aus, dass 12 den Zauberspruch Expelliarmus und Densaurio kennen. Wir wissen jetzt schon, dass 2 in diesem Bereich vergeben sind. Das heißt, 12 minus 2, also 10, müssen in diesem Bereich stehen. Und dieser Bereich beschreibt die Zauberer, die nur den Zauberspruch Expelliarmus und Densaurio kennen. Dann Aussage 6. 10 kennen den Zauberspruch Expelliarmus und Levicorpus. Von den 10 sind ja 2 schon wieder vergeben, die alle 3 Zaubersprüche können. Also bleiben noch 8 übrig, die diese beiden Sprüche kennen. Und Aussage 7.
Dort haben wir sechs, die den Zauberspruch den Saugeo und Levi-Corpus kennen. Zwei sind auch hier wiederum schon vergeben, sodass noch vier übrig bleiben, die nur diese beiden Zaubersprüche können. Die Frage ist, wie viele Zauberlehrlinge kennen keinen der drei Zaubersprüche? Das heißt, wir fragen uns, wie viele Zauberer müssen hier in dem Bereich außerhalb der Ovale eingetragen werden? Ja, wir können nun erst einmal wieder ausrechnen, wie viele Zauberer nur den Zauberspruch Expelliarmus kennen. Das sind 77 minus. Und jetzt müssen wir die Zauberer abziehen, die eben in diesem Bereich sind, weil sie eben diese zwei Zaubersprüche kennen. Wir müssen diese abziehen und wir müssen diese abziehen. Und wenn wir das mal ausrechnen, 8 plus 2 ist 10, plus 10 ist 20. Also 77 minus 20 ist 57. 57 Zauberer kennen jetzt nur den Zauberspruch Expelliarmus. Das gleiche machen wir auch für den Zauberspruch den Saugeo. Hier müssen wir rechnen 35 minus 10 plus 2 plus 4, also minus 16. Das heißt, wir erhalten hier 19, die jetzt nur diesen Zauberspruch können. Und noch für Levi Corpus. Dort haben wir 15 minus 8 plus 2 plus 4, das sind 14. Also ein Zauberer kennt nur diesen einen Zauberspruch. Nun haben wir die diesmal doch sehr komplexe Aufgabenstellung wieder sehr übersichtlich in dem Venn-Diagramm gespeichert. Das heißt, all die Aussagen, die hier stehen, können wir jetzt in diesem Diagramm ablesen. Und jetzt ist es wieder an der Zeit, dass wir eine Lösungsidee entwickeln. Ja, wir könnten überlegen, dass wir erst einmal sagen, naja, wir haben 111 Zauberer. Und wenn wir jetzt die Zauberer, die jetzt in den Ovalen sind, alle abziehen, dann müssen ja letztendlich die Zauberer übrig bleiben, die nicht in den Ovalen sind, was letztendlich bedeutet, dass wir die Anzahl der Zauberer erhalten, die keinen der drei Zaubersprüche kennen. Hier gibt es jetzt wieder verschiedene Möglichkeiten. Zum einen könnten wir erst einmal dieses Oval betrachten, das sind 77 Zauberer. Zu diesen 77 kommen noch die 19 hinzu, die nur diesen Zauberspruch kennen. Dann müssen wir noch die 4 berücksichtigen, die den Zauberspruch, den Saugeo und Levi-Corpus kennen. Und wir brauchen noch den einen Zauberer, der den Zauberspruch Levi-Corpus kennt. Das heißt, wir müssen abziehen, 77 plus 19 plus 4 plus 1. Das ist dann also 111 minus 101 und das bedeutet, dass 10 Zauberer keinen der drei Zaubersprüche kennen. Ja, ich hoffe, ihr hattet jede Menge Spaß, habt viel dazugelernt und bis bald!